Jetzt willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung und zwar eine Map. Gemeinderade. Willkommen in schönen Schleswig-Holstein, direkt Nordostkanal. Wir haben versucht, sie so real wie möglich nachzubauen. Hier findet ihr eine schöne Karte, die hoffentlich kaum Wünsche offen lässt. Euer Hof befindet sich in der Mitte der Karte, sowie der Schweinehof. Ja, ihr wolltet ja mal sehen, wie so mein Mod-DLC-Fenster so aussieht hier. Hier sind alle Mods, was ich im Moment so drin habe, dabei. Nichts rausgenommen oder so. Aber ich will mal alle ab. Und ja, gehen wir in der Rade. Schöne Map. Habe ich nämlich von ein paar YouTubern schon gesehen. Habe ich gedacht, komm, ich mache daraus mal alle Mod-Vorstellungen. Ja. Die erste Map-Vorstellung auf diesem Kanal, die Map Gemeinderade, findet ihr bei Modhub. Ja, ich habe da mal kurz hier reingeguckt, immer die FPS so, bin verschieden beim Hof rumgelaufen, habe ich 30 FPS, 35, wenn es gut läuft. Ich habe überall 30 FPS und ich habe gar nicht den sehr besten Computer. Ich nehme das Ganze alles auf dem Laptop auf. Ja, wo gerade ein bisschen. Ja. Warm ist. Ich habe noch im Hintergrund noch ein Video zum Laden. Also, ja. Vielleicht kann das hier ein bisschen beeinflusst sein. Keine Ahnung. Und wir lassen mal das Laden. Es ist ja schon fertig. Und. Hier ist die Gemeinde. Warte. Auf der Map sieht man schon, wir haben sehr viele Maschinen. Für den Anfang. Oh, was ist denn hier? Naja. Aha. So sieht also ein Haus von innen aus. Ich kann nicht aufsteigen. Das ist so schwer. Okay, guck mal, was wir für Maschinen haben. Bald rein, ja, gemacht. Frontlader, ist ja schon gut. So. Bald T, Serie, Respekt. Und Rossemesh Turm 760. Wir schauen mal kurz drauf, was wir als Startmaschinen haben. Ich habe ja gerade das euch gezeigt. Das am Anfang. Okay. Frontlader, eine Universalschaufel, Palettengabel, Ballenspieß, Gabelzange, Rostelmesh, Turm 760, Powerstream 760, perfekt für den Rostelmesh. Natürlich Schneiderwagen, ein Metalldeck, DB8, noch einer. Ein Farmtag TDK 1600. Drei Kipper ist ja schon einiges. Eine relativ große Gruppe Horsch. Terran 5 FM. 4,8 Meter. Neun Gruppe von Vogeln Nord. Terrasis 606 Meter. Amazon Flug Chiron 203 Meter. Seemaschine Amazon ED 3000C. 3 Meter für Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais und Zuckerrüben. Alle Widerstädte Rapid 6005, 6 Meter für Weizen, Gerste, Sojabohnen, Ölrettich, Raps und Gras. Ein Bredal F2WS 4000, 24 Meter. Eine Amazon U11201, 15 Meter. Ein Josken Modul so 2, 12 Meter Gewichte, kommen Pöttinger Novak 302 ED 3 Meter, Pöttinger Novak
300 ins ED mit 3 Metern 1, ein Vicon Phoenix 604 mit 6 Meter und ein Kuhn GA 9531, 9,3 Meter und natürlich das Wichtigste, der Bergmann Repex 34S Ladewagen. Das war's schon. Eigentlich sind wir perfekt aufgestellt für den Start. Ja, wir schauen uns noch ein bisschen den Hof an. So, hier ist der Kuhstall, glaube ich. Ja. Büsse von Lelly. Lelly Luna. Okay. Wir haben auf dieser Map relativ kleine Felder. Wenn ich relativ kleine Felder sage, ist relativ große Felder. Und schon schön. Und sogar nicht sehr runden, sehr eckigen, also nicht so für Helfer. Und guck mal, wo die welche Felder uns gehören. Feld 1 und 29,1 ist bei Kuhweide und 29 ist ganz oben rechts in der Ecke. Toll. Ja, warum haben denn heute alle die Wäsche draußen hin, ey? Ah! Oh, das ist cool. Frei Silo. Bombastik! Kannst du auch wieder durchlaufen? Nein. Das hat mal Kollision. Oh, eine Schaukel. Cool. Oh, ein Auto. Brumm, brumm. Haben wir hier alle Leute die Wäsche draußen hin? Schwarzer Briefkasten, auch nicht schlecht. Junge, wie viel Wäsche haben die? Da hängt Wäsche. Da hängt Wäsche, da hängt Wäsche. Überall Wäsche. Junge, jetzt kann man Zahlen nochmal kommen. Also, was gibt's denn? Okay, jetzt gibt es noch die als Fruchtsorte. Wir switchen mal kurz zu Radenergie. Oder zur Tankstelle. Ah. Boah. Oh. Geile Einfahrt. Achso, das kann man einfach. Güllegrube, ganz wichtig. Oh. Zwei Silos. Ja. Ist okay. Sieht so aus wie bei der Lostberg. Bei Lostberg. Die Silos. Paar Paletten liegen hier. Okay. Das kann ich mal nicht aufmachen, oder? Achso, gedrückt halten. Okay. Also bei den anderen Türen geht es so auf, glaube ich, oder? Hey. Muss ich ihn wirklich gedrückt halten? Nee. Hier muss ich nicht gedrückt halten. Okay. Gut zum Wissen. Hier ist meine Güllegrube, eine alte Schubkarre. Ich sehe mal schon mit ein paar Big Bags. Ja, also, nicht schlecht. Wir fahren zum Reihweißen. Was steht denn hier? Gute Argumente für Foto. Schade Foto. Okay, cool. Ne? 2012 oder 2019, so uralt. Oh, Brandal. Der Brittal. Alte Störstreuer. So, ein Tag ist vergangen.
Wir waren ja hier beim Reihweise stehen geblieben, wir haben noch die Folge noch geguckt, der Schlussteil. Wir waren beim Reihweisen. Ja, relativ große Felder, habe ich ja alles schon gesagt. Was ist denn da unten, weil das so viele Verkaufsstellen sind? Strohverkauf. Ja. Okay. Haben sie wohl auch neu gemacht hier. Ja, so ein bisschen dreckig, also. Sieht doch hier relativ neu aus. Ja. Die Gemeinderade. Oh, okay, keine Collies. Ist okay, ist okay, ist okay. Wenn ihr Bock auf das, ob ich hier weiter auf der Karte spielen soll. Ich habe, wenn ich daran denke, oben rechts ein I. Und da ist eine Abstimmung. Aber dafür, ja, da müsst ihr einfach, steht da jetzt irgendwie so in der Richtung, soll Gemeinderade zu einem Let's Play werden. Seid ihr ja oder nein an, irgendwie so ungefähr. Und das hier der Holzverkauf. Ja oder nein, dann abstimmen. Nach einer Woche. Dann sehe ich, ob der Nein oder Ja steht. Ja. Ist das so gewollt? Okay. Ja, so aufs Augendetail wollen wir gar nicht gehen. Hier haben sie auch neu gemacht. Junge, Junge. Da hat aber die Gemeinderade viel Geld ausgegeben. So. Aber. Ich habe auch schon das Gröbste ja gezeigt. Ja, es mit den Bäumen, die müssen nachladen. Nachladen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Abonnieren. Wäre nett. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, ist kostenlos. Ja. Also auch. Ja, gut. Wenn ihr Livestream nicht verpasst wollt, auch abonnieren bekommt und auf die Glocke gehen, kommt eine Nachricht auf über E-Mail und Handy, wenn er da. Und ja, ich gehe dann auch auf diesen Mast, wenn es kann. Wie und? Wenn ich es vergessen habe, habe ich schon mal ein neues Intro da zu geschnitten. Wie gefällt euch das Intro? Schaut es gerne in die Kommentare. Und ja, das ist ein